Willkommen zurück, Leute, zu Life is Strange. Tut mir leid, dass ihr so lange warten musstet, dass wir jetzt endlich in die dritte Episode Chaos-Theorie einsteigen können, die auf uns wartet. Ich bin natürlich auch wieder mit dabei und hinter mir die Festtags-Engelsgleiche Heiligenscheinbeleuchtung. Die Sonne, die leider draußen noch ein bisschen scheint, obwohl es schon 19.17 Uhr ist. Und es sieht immer so aus, als wäre es 12 Uhr mittags, aber nein. Es ist gar nicht so hell beleuchtet in meinem Zimmer immer, aber das macht leider die Kamera. Kann ich leider nicht ändern, tut mir leid. Ja, ich komme leider jetzt erst dazu, wieder aufzunehmen. Ich hatte letzte Woche Urlaub, einige von euch wissen das, durch Facebook haben sie das mitbekommen, dass ich auch gar nicht da war. Und jetzt hatte ich halt wieder Arbeit, ein bisschen Stress da auch und so, kam also nicht dazu. WoW habe ich wieder hochgeladen, komme ich auch wieder zu und wünschte, ich hätte die Zeit für Life is Strange und weitere Spiele. Nun ja. Bevor ich jetzt hier weiter quatsche, würde ich sagen, gehen wir doch einfach mal in die nächste Episode. Lass uns überraschen auf die nächsten Entscheidungen. Ich hatte irgendwie die Rückblende schon mal aus Versehen mir angeguckt. Da war einfach nochmal das zu sehen, was wir das letzte Mal gesehen haben. Also nochmal eine Wiederholung. Ich weiß nicht, ob wir das jetzt sehen, aber ja, ich gehe mal auf Fortfahren. Und vielleicht ist die Wiederholung weg, aber ist ja nicht so schlimm. Hoffentlich. Die Wiederholung ist leider weg. Aber wir wissen ja, was zuletzt passiert ist. Life is Strange, Episode 3, Chaos-Theorie. Kate! Max macht sich sicherlich noch Sorgen um Kate, nach dem letzten Vorfall, der ja sehr heftig war. Ich muss dir was zeigen. Triff mich vorm Campus. I knew Chloe would be all over this. So I better get moving. Und da sind wir wieder. Im Wohnheim mit Max und immer noch steht hier der Scheiß an der Wand. No way can I clean that shit off. Time to get Samuel da Vinci to repaint. Richtig doof. Was mit dem Bett? I'm so freaking tired. I sound like a moron. Was hat sie denn jetzt vor? But crime does not delay. I need to stay on top of this investigation. Okay, was ist das hier? Ew. Thanks for the image, Nathan. And everybody here thinks Samuel is a creeper? Nicht nett, nicht schön. Haben wir doch was Neues in der Schublade? It's amazing how happy Kate looks here compared to today. She was basically pushed up to that roof, and I will use my power to find out why. This has to end. Ja, wenn man schon solche Kräfte hat, dann will man es ja auch für was Gutes einsetzen. Und nicht nur vielleicht zum eigenen Vorteil. Was mit dem Kaninchen? Oh, wir müssen uns um unsere Pflanze auch kümmern, glaube ich. Oh, I'm sorry, Lisa. I saved Kate, but I drowned my own plant. Also können wir da nichts machen. Die habe ich echt zu oft gegossen jetzt? Scheiße. Oh Mann, oh. Ich will, dass es der Pflanze gut geht. Was mit dem Kaninchen? Hey, Bunny. Kate will be back soon. And until then, I'll be catering to your every whim. Okay. Are you hungry, Bunny? Here, nosh on this. Oh, wie süß. Oh, sie kümmert sich jetzt um das Häschen. Voll süß. Machen wir das Licht mal an. Für den Kleinen hier. Und was mit dem Fenster? There's been so much going on, I almost forgot about the eclipse. All this atmospheric action can't be a coincidence.
And all roads are leading to my tornado vision. Mhm. Oh Mann. Okay, wir lassen das Licht mal an. Gitarre spielen ist jetzt nicht. Glaub, weiß ich nicht, ob sie überhaupt das Wohnheim gerade einfach verlassen darf. Kate's okay, Max. Take a breath. Get your shit together. You have time. Was hat sie denn jetzt vor? Pretty hard to focus on my class schedule this week. I wonder why. Ja, also bei den Vorfällen, da hat man sicherlich mit 18 Jahren noch auch andere Dinge im Kopf irgendwie. Also da schwirrt einem wahrscheinlich der Kopf. Aber das hat ja nicht mal was mit dem Alter zu tun, bei den ganzen Vorfällen, die da schon passiert sind und bei ihren neuen Kräften. Okay, this is scary dark. Let there be... Yeah, Silent Hill is coming. Puh. That's a depressing thought. And it's always about Victoria. Kann sie da irgendwas machen? Das ist echt unheimlich jetzt hier. Was steht da? I hope you burn bright again soon, Kate. Was stand denn da? Ich habe das so schnell gar nicht. Trigger, trigger, burning bright. In the forest of the night. Ich glaube, das ist... Blake for Kate? Marsh? Ich weiß nicht, ob das dieser Spruch war, den wir ihr gesagt hatten. Was ist hier los? So much hypocrite. Okay. Do they really need that crap on the door? Kate's still alive. Ja, eben. Also wir haben sie doch gerettet. Warum ist das jetzt hier so... Ich weiß auch nicht. So heftig irgendwie. Oh, wir können noch mal ins Klo gehen. Oh, da ist auch noch jemand. Hallo? Hey, Max. I saw you go up on the roof and save Kate. I can't believe she tried to jump. Tja. Taylor trösten, Taylor beschuldigen. Ja, ich will sie jetzt nicht beschuldigen. Obwohl sie ja eigentlich tatsächlich mitschuld ist an diesem ganzen Mobbing-Scheiß. Ich weiß nicht, also... Ich glaube, das wollte sie wahrscheinlich auch nicht. I can. I'm just so glad she didn't. Are you okay? I'm just like shocked. I've never seen anybody try to kill themselves before. Me neither. I didn't think you'd be so upset considering how much shit you and Victoria gave Kate. I'm my own person, not Victoria's bitch. Hello, like she's freaking too. She already broke curfew tonight. Shit, I'm not supposed to tell anybody. Werde kein Wort sagen, wo ist sie hin? Where did she go? My lips are like sealed. Or Victoria will seal them for me. No doubt. See you later. Wir können die Zeit zurückdrehen und eine andere Antwort geben. Mach ich. Achso, jetzt können wir nochmal von vorn. Ich mache immer zu weit, ne? Hey, Max. Irgendwie. I saw you go. Ja, ja. Ah, hier. Victorias Rausschleichen können wir jetzt erwähnen. Ach, schön. I know. Victoria must be upset since I saw her sneaking out of the dorm past curfew. Oh man, like, you saw her? She was so, like, nervous when she left the dorm. She wouldn't even tell me where she was going. Probably to hell. Well, I have to go crash. It's been a rough day, as you know. Thanks, Max. And it was, like, pretty awesome when you went up to the roof to save Kate. Victoria was wrong about you. Now I have to be alone for my nightly anxiety attack. Talk to you later. Mhm. Ja, dann viel Spaß noch. Schön für euch. Kate probably won't want to look at these posters when she comes back. Sicherheit statt Reue, egal wie sehr ihr einander mögt. Ein einziger Ausrutscher kann euer Leben verändern. Ihr habt die Wahl, am Warten ist nichts auszusetzen. Ah, ja. Okay. Am Spiegel ist nichts mehr, oder doch? Victoria feels particularly shitty about posting that link. Ja. Mensch, Leute, daran seid ihr... Victoria isn't here. Maybe I'll just wait and bide my time. Going through her shit. Okay. Was steht hey, hier? Can you come Dana's in? Really hurting over this. Was ist mit Dana? Ist die waiting for you?
Kate. Wo denn? Wer hat hier gesprochen? Kate, just want you to know you are in our thoughts. Warum? Ja, jetzt machen sie alle so einen auf Kate, Kate, Kate. Oder, ich meine, teilweise sind sie doch mit dran schuld. Also nicht alle natürlich. Und manche mobben sie wahrscheinlich immer noch. Ja, alle warten jetzt auf sie. Machen eine Freundin oder was? I bet you'll party like it's 1999. Assholes. Da ist Victoria's Zimmer und da können wir jetzt einfach reingehen. Oder müssen wir erstmal mit der anderen reden? Ich weiß, irgendjemand hat uns doch gerufen. Since I've crossed the line from Snoop to Detective, I might as well search for clues about what really happened to Kate at the Vortex Club party. Those boots are made for walking runways. These socks cost more than my wardrobe. I'll title this one, Portrait de la Assholes. Whoa, there's Kate. Totally high. She looks confused. Ja, die machen sich schön lustig über sie. Die Arschlöcher. Weil keiner von denen ihr mal beigestanden hat. Here they are getting loaded with Satan. Aber echt? Wenn es denn ist, ne? Wir beschuldigen ihn jetzt die ganze Zeit hier, aber wer weiß? Was haben wir? Müll? That's a lot of bank just to clean paint from a sweater. Das war ja hier der Kaschmir-Pulli. Ja, steht ja da. Sogar, mhm. Ach hier, Arcadia Bay Cleaners, willkommen Victoria Chase, Auftragsdatum, Kaschmir-Pullover, empfindlich, Bezahlungsdetails, $30. Bitte behalten Sie diesen Beleg für die Abholung am Freitag, dem 11.10.2013, 11 Uhr. Kleidungsstücke werden nur einen Monat lang aufbewahrt. Okay. Victoria's Secret, she's a geek. Leuchtet im Dunkeln, Blueberry. Na denn? Well, well. Victoria and Taylor actually show remorse. Wieso, was steht da? Hey, Sweetie, was geht? Ich drück mich gerade vor totlangweiligen Wissenschaftshausaufgaben. Wie soll sich irgendwer verfluchte Hausaufgaben konzentrieren, nachdem jemand fast in den Tod gesprungen wäre? Ich kann nicht glauben, dass wir es live gesehen haben. Es war wie Reality-TV und der Campus war noch nie so still. Als versteckte sich jeder oder habe Angst. Ich fühle mich total scheiße wegen dem Video und allem, was ich zu Kate gesagt habe. Trommeln wir ein paar Leute für später zusammen. Victoria braucht den Cocktail. Wir trinken auf Kate. Ja, von Taylor an Victoria. Was für ein Tag, Max und Kate so zu sehen. Ich brauche auch was zu trinken. Welche Uhrzeit? So, Sweetie. Okay, was haben wir noch? Thread for sociopaths. Max Crackfield? Lame. Party on, dudes. Von Nathan an Victoria. Das Missstück Max ist schuld an meiner Suspendierung. Ist das zu glauben? Das beschissene Wohnheim, in dem sie mit ihrer Selfies spielt, gehört meinem Alten. Meine Eltern sind ausgeflippt und haben mir mit einem Job im Büro meines Alten gedroht. Wie blöd muss er sein, mich als Aushängeschild haben zu wollen? Max, Crackfield und Blackwell werden dafür bezahlen. Und die Weltuntergangsparty findet verdammt nochmal statt, klar? Ciao, Prescott. Okay, von Victoria Nathan. What the fuck? Du verarschst mich. So eine Scheiße. Blackwell kann dich auf keinen Fall suspendieren. Ich wusste, Max würde nur Schwierigkeiten machen, als ich sie das erste Mal mit ihrer Retro-Kamera Jeffersons Hintern küssen sah. Ist dir aufgefallen, dass alle, die mit ihr rumhangen, Probleme bekommen? Und ja, der Vortex Club wird die Weltuntergangsparty veranstalten. Komme, was wolle. Ich schreibe dir dann nachher. Dann können wir uns zum Pläneschmieden treffen halt durch. Ah ja. Ist ja gut, dass Max das weiß. First Rachel and now Kate? This is the end of the Vortex Club. Was haben wir? Oh, Tasche. Jetzt the unique point of view is right. Thanks to Courtney Wagner ghostwriting this paper. Excellent, guter recherchierter Aufsatz mit einzigartigem Blickwinkel. Ah, Victoria Chase, Kunstunterricht von Mr. Jefferson Blackwell Academy, 1. Oktober 2013. Aufsatz, Noir und Tag, expressionistische Fotografie von Victoria Chase. Haben wir irgendwas mal, was uns einen Hinweis gibt? I have no idea. Nothing to see here. I guess I shouldn't be so bummed. Satz nicht beendet. I had no idea Victoria's parents owned the Chase space. Color me impressed. Okay, und hier gibt's nichts zu sehen. Victoria is about as street as me. But she really appreciates style.
Ja, wer weiß, ob die sich eigentlich unter anderen Umständen voll super verstehen würden. Aber so... Here they are getting loaded with Satan. Da war jetzt auch nichts mehr drin, oder? Nee, den hätte sie, glaube ich, auch gerade nicht gesagt, dass hier nichts mehr ist. Hier mit dieser coolen Figur, die mich hier an Guardians of the Galaxy irgendwie erinnert. Am Schreibtisch war ja auch nur der Laptop, oder war hier noch was? Nee, hier ist doch noch was, oder? Oder? I'll title this one. Nee. Oh, there's Kate. Nee, das hatten wir totally schon. High. Oh, Manu. She looks confused. Not like she's... These socks cost more than nee, my work. Socken und so, aber keine neue Schublade. Ich hoffe ja mal, dass ich irgendwas finde, was ich doch noch nicht hatte. Die Schuhe, die Socken. Wir können das nur noch verlassen und haben halt Pech dann, ne? Ja, scheiße. Hm. Ja, gut, dann gehen wir raus aus dem Zimmer. Ich hoffe, ihr habt nichts übersehen. Hat uns jetzt jemand gesehen? Weiß ich nicht. Können wir hier irgendwo rein? Immer noch das vermisste Poster. Where the hell are you, Rachel Amber? Ich weiß auch nicht. Das ist unser Zimmer, da wollen wir nicht hin. Da ist noch ein Plakat. The end of the world might be coming before your party. Was ist das eigentlich für eine Party? Ende der Welt Party. Hallo? Okay. Ach, hier. Ich glaube, die wollte mit uns reden. Die Dana, genau. Dana looks guilty and relieved about Kate. She really does care. Ja. Den Laptop gehe ich jetzt mal erstmal nicht. Was haben wir hier? Yes, the Vortex Club does indeed suck. Ich weiß nicht, was das ist. Yes, the Vortex Club does indeed. Also das hier sagt, Papierkugeln. This is both sad and pathetic. Hatten wir es nicht schon mal, Dana? Ich bin wahnsinnig schlecht im Schreiben, aber ich dachte, ich sollte nur, wenn du mich nicht auf ewig hast. Ich weiß, ich tue vor allen anderen so, als sei ich tough, aber das war bei denen, die mich verdienen. Ja, ja, Logan, bla, okay, ja. Okay, dann reden wir mal mit Dana. Was ist das hier noch, Zeug? That is so damn cute, how much Dana is into this Halloween party. So, reden wir mal mit ihr. Hey, Dana. How are you doing? Better than Kate. I just can't believe she would even attempt suicide. Wir sind alle verantwortlich. Sie war deprimiert. Victoria beschuldigen. I knew she was depressed, but I had no idea how bad. Must be serious to throw yourself off the roof. Warum war sie auf dem Dach? Kate meinte es ernst. Mehr weißt du nicht? So why do you think she was on the roof in the first place? Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on, you really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Ich bin mir noch nicht sicher, es ist kompliziert. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell, and I'm going to find out why. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like, who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. I'll see you later. Das war's? Echt? Mal gucken, was wir noch rauskriegen können. Hey Dana. So, wie geht's dir? Wir sind alle verantwortlich. Victoria beschuldigen. I think we're all responsible for what happened. True. But you're the only one who went up to that roof with Kate. Warum war sie da? Wo waren alle? Ich hatte Glück. Ja, wo waren alle? That was bullshit. Where was everybody else? I know. You're a better person than any of us here. Hey, Max. I think I need to crash now. I'm just over everything today. Nee, das war nicht so gut. Hey, Dana. Hey, Dana. Hey, How Dana. Are you doing? Hey, Dana. Better than... Wir sind alle verantwortlich. Sie war deprimiert. So. I knew she was... Da-dum. Must be serious. Yep, war ernst. Warum war sie auf dem Dach? Kate meinte es ernst.
Mehr weißt du nicht? That's really all you know. Like, why would I know anything else? And Max, it's not cool to treat me as if I'm some suspect. Okay. I have a fucking headache now. So please, let me crash. Das war nicht gut. War einfach nur eine andere Option. Da waren die anderen besser. Hey Dana. Hey Dana. Better than Kate. Dana? Wir sind alle, sie war deprimiert. I knew she yep. Must be... Yep. Warum war sie auf dem Dach? So why do you think... Maybe Kate was so ashamed she got wasted on that video. I don't blame her, but it was pretty gross. Come on. You really believe that Kate Marsh wanted to get drunk at a Vortex Club party? So what exactly are you saying, Max? You think this has something to do with Nathan being expelled? Ja. Ich bleibe einfach dabei. Ich bin mir noch nicht sicher. I'm not sure yet, but I'm on it. Weird shit is going down at Blackwell. Ja, ich bin so dabei. I'm getting scared now. But people here are still sneaking out tonight. What? Like who? Victoria bounced out of here earlier, and now you, Sherlock? Not me. I need a break from today. Get some sleep too, Dana. Aber sie wird doch rausgehen, oder? Was hat sie doch eigentlich vor? Sie verarscht sie doch jetzt. Was ist hier beim Laptop? Den können wir einfach benutzen, immer bei fremden Leuten. Trevor is a sweetie. Good for Dana. Ach so, hey Dana, ich habe den ganzen Tag an dich gedacht und weiß, wie hart es für dich war, Kate fast springen zu sehen. Bin froh, dass Max als Superheldin eingegriffen hat. Ich habe nichts Tiefgründiges oder Schlaues zu sagen. Ich will nur, dass du weißt, dass du eine gute Freundin bist und ich wünschte, sie hätte mehr von deiner Sorte. Du warst so gut zu mir, als alles andere mies lief und ich bin immer für dich da. Ich vermisse dich, Trev. Von Dana und Trevor. Vielen, vielen Dank, dass du an mich denkst. Sieh immer Kate auf dem Dach vor mir und denke, ich hätte mehr tun sollen, um ihr zu helfen. Max hat mehr als jeder andere hier getan, sie zu retten und sie sind nicht mal beste Freunde. Ich bin so glücklich, dass du an mich denkst. Ich kann es kaum erwarten, dich morgen zu sehen. Und genauso gut zu mir, wie ich es anscheinend für dich bin. Ich werde von dir träumen. Das ist wirklich süß. Warte, warte, da war noch eine nächste Seite, die habe ich gar nicht gesehen. If Dana talks to Juliet about this, she's gonna wish she didn't. Juliet an Dana. Dana, ich hoffe, dir geht es nach den Ereignissen heute gut. Ich will mich nicht aufdrängen, aber ich schreibe einen Artikel über Kate für unsere Zeitung und ich wollte wissen, ob du mir ein paar kurze Fragen beantworten könntest. Anscheinend gibt es zu wenig Antworten. Reden wir darüber, wann immer es dir passt, okay? Hoffe, dir geht's gut. Von Herzen, Juliet. Hi Juliet, ich weiß, du willst mehr über Kate herausfinden, aber ich bin immer noch etwas bestürzt. Ich denke nicht, dass du so kurz nach den Ereignissen heute viele Antworten bekommen wirst und vielleicht ist es besser, sich für den Moment zurückzuhalten. Kate verdient etwas Privatsphäre. Zur Abwechslung mal. Ja, das stimmt. Allerdings. Ich weiß auch nicht, ob man sowas einfach in so eine Zeitung schreiben soll. Ich meine, das weiß ja eh jeder. Da wird genug gesappelt. Muss das dann sein? Ich weiß nicht. So, wir gehen raus. Was auch sonst, oder? So, Chloe is waiting for me in front of the main hall. So, und was uns hier draußen erwartet, erfahren wir im nächsten Part von Life is Strange. Leute, vielen Dank fürs Zuschauen. Hinterlasst mir einen Daumen hoch oder Kommentar. Dann freue ich mich und weiß, dass es euch weiter gefällt. Bis dann!